Go. Ja, und gebt ihm mal bitte Ton, weil der hat die 30 Sekunden noch nicht verbraten. Gibt's keinen Ton bei dir? Bis jetzt nicht. Oh, ja. Jetzt. Ha. Moin Moin Piraten, Juppies und Gäste. Im letzten Jahr beim Bundesparteitag in Hamburg stand noch Carmelito hier. Jetzt darf ich das machen. Und ich möchte gleich anfangen und sagen, wir hatten letztes Jahr ein aufregendes Jahr und wir haben dieses Jahr ein aufregendes Jahr. Letztes Jahr war Bundestagswahlkampf, Europawahlkampf und wir, die Juppies, haben gemeinsam mit euch auf der Straße gestanden und für uns gekämpft. Und genau. Und auch in diesem Jahr haben wir in der NRW-Wahl mit euch gekämpft. Einige Juppies haben in ihrer Schulferienzeit, in ihrer Ferienzeit die kompletten Ferien damit verbracht, Wahlkampf in NRW zu machen. Jan? Ja. Seit dem letzten Jahr, beim letzten Bundesparteitag, hatten wir noch 100 Mitglieder. Mittlerweile haben wir 450 Mitglieder. Und von diesen 450 Mitgliedern sind 150 Mitglieder reine Juppies. Also Juppies, die noch gar nicht bei uns in der Partei sind, die noch unter 16 sind zum Teil. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial an jugendlichen Leuten bei uns zu holen. Dieses Potenzial sieht man vor allen Dingen daran, dass wir in den Juniorenwahlen NRW 9% geholt haben und damit stärker als die FDP und die Linke und alle sonstigen Parteien waren und bei der U18-Wahl, bei der Bundestagswahl 8,7% hatten. Das heißt, bei den unter 18-Jährigen haben wir ein Riesenpotenzial. Wir als Juppies wollen die Interessen der jungen Menschen bündeln und auf unseren Verein bündeln. Und zwar, weil viele junge Leute eine Partei, auch die Piratenpartei, immer noch nicht als das optimale Medium akzeptieren. Und wir wollen es schaffen, durch die jungen Piraten andere Leute an die Piraten heranzuführen und sie auch in politische Arbeit mit einzubinden, damit sie nicht in irgendwelchen anderen sehr tollen Parteien, die in unserem Deutschland gibt, verfaulen. Und das schaffen wir vor allen Dingen durch Aktionen, zum Beispiel durch unsere Aktion Hol dir deine Daten zurück, auch kurz HDDDZ. Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass Privatsphäre, wie bei Facebook etc., ein sehr wichtiges Thema ist. Und mit diesem Thema erreicht man die jungen Leute und erreichen wir ebenfalls auch die Medien. Und mit diesen Themen müssen wir auch punkten. Weiterhin waren wir auf dem Politcamp vertreten und haben dort durch Beiträge, die zum Beispiel von Susan und Alex gemacht wurden, sehr davon uns überzeugt. Mit Pirate Gaming arbeiten wir sehr stark in der Computerszene zusammen, was vor allen Dingen dadurch hilft, dass bei den Computerspielern einfach ein Riesenpotenzial für uns zu holen ist. Auf der NorthCon im letzten Jahr und auch auf der NorthCon jetzt am Ende Mai, vom 28. bis 30. werden die Juppies wieder mit einem Stand vertreten sein. Und auf diesem Gelände sind keine Parteien zugelassen, aber ein Verein ist zugelassen. Und das ist der große Vorteil an uns Juppies. Wir sind ein Verein. Wir können an die Schule, wir können an die Unis, wir können überall hin, wo ihr noch nicht hin dürft. Und das heißt, wir können euch an all diese Orte bringen. Und deswegen wollen wir auch gemeinsam mit euch besser kommunizieren, besser zusammenarbeiten, damit wir bei großen Problemen wie ACTA, was jetzt auf uns zukommt, besser mit euch zusammenarbeiten können. Und deswegen werden wir auch in Luzern und in Berlin an den großen Demos mit euch gemeinsam teilnehmen. Für dieses Jahr, fürs nächste Jahr, für die Zukunft haben wir erstmal große Sachen vor. Und zwar wollen wir als e.V. eingetragen werden und auch die Gemeinnützigkeit erlangen. Weiter halt besser mit euch zusammenarbeiten und natürlich unseren Mitgliederstamm großartig vergrößern. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns da zu unterstützen, und zwar indem alle unter 28-Jährigen, also alle, die noch nicht älter als 27 sind, uns beitreten. Für euch Piraten ist das kostenlos, für alle unter 16, wenn ihr eure Kinder habt, könnt ihr die auch super anmelden, dann können wir die gleich bei uns mit einbinden. Und für alle, die über 27 sind, also 28 und aufwärts, gibt es auch was ganz Tolles, und zwar die Fördermitgliedschaft. Damit könnt ihr uns in einem Jahr mit Geld unterstützen, was wir dann hoffentlich in tolle Aktionen bringen, damit wir euch unterstützen können.
Natürlich gab es in der Vergangenheit, vor allen Dingen im letzten Jahr, ein Riesenthema, was eigentlich jeder mitbekommen hat, was eigentlich das Thema war, was alle Piraten über die Yuppies wussten, und zwar, wir haben riesengroße Scheiße gebaut. Und zwar haben wir eine Bundesmitgliederversammlung gemacht, die uns verdammt viel Geld gekostet hat. Geld, das wir einfach nicht hatten, das wir immer noch nicht haben und was wir immer noch zurückstottern. Und wir haben zum Beispiel noch Schulden bei euch, ein Darlehen. Und wir haben jetzt über 1000 Leute hier. Wenn jeder von euch nur einen einzigen Euro spendet, können wir dieses Darlehen an euch zurückbezahlen. Also ihr würdet gar keinen Verlust machen. Genau. Und die bisherigen Aktionen, die wir bisher bei den jungen Piraten gemacht haben, also was Flyer angeht oder die NorthCon oder sonstige Sachen, haben wir zum größten Teil alles aus eigener Kasse finanziert und einige Landesverbände waren ebenfalls so freundlich, uns zu unterstützen. Und daher hoffen wir, dass ihr in Zukunft besser mit uns zusammen... Oh. Die ersten 15 Euro unserer Schulden sind schon mal abbezahlt. Yeah! Genau, und damit möchte ich auch beenden. Ich, 20 nochmal oben drauf, yippie, vielen Dank. Wir wollen in Zukunft mit euch enger zusammenarbeiten. Wir wollen mit euch besser kommunizieren und wir wollen in Zukunft schaffen, dass Pressemitteilungen, die wir machen, die euch genauso angehen, dass die besser kommuniziert werden, dass Aktionen, die wir machen, besser mit euch kommuniziert werden, damit wir in Zukunft einfach viel besser auftreten können, damit wir auch unter der Flagge der Yuppies auftreten können, und einfach zeigen können, wir sind für die Jugend. Wir sind für die Zukunft Deutschlands und der Welt. Und damit möchte ich jetzt abschließend sagen, tschüss und vielleicht haben wir jetzt ja einen neuen Vorstand und mal gucken, was dabei rauskommt. Dankeschön. Okay, vielen Dank.